Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Kerstin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, jetzt heute so, nee, eigentlich schon gestern, wie ich könnte Pizzabrötchen machen. Es war nicht meine Idee, sondern eine andere Idee. Aber ich fand die Idee ganz schön. Und man kann auch selber Brötchen dafür, also so einfach verwenden. Aber wir machen jetzt unseren Brötchenteig selber. Und für unseren Hefeteig brauchen wir 500 Gramm Mehl. Die wiege ich jetzt einfach mal ab. Huh, 505. Nee. So viel brauche ich dann doch auch wieder nicht. Genau, 500. Das gebe ich jetzt einfach mal hier. So. Und jetzt brauchen wir noch eine Packung Hefe. Man kann Trockenhefe oder Frischhefe nehmen. Ich nehme jetzt hier Trockenhefe. Und dann brauchen wir noch 8 Esslöffel Olivenöl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Und dann kommt das jetzt in die Maschine, damit es schön geknetet werden kann, mein Teig hier. Und dazu werde ich jetzt 125 Milliliter Wasser dazu geben. Aber höchstwahrscheinlich werde ich wieder nicht alles brauchen. Aber ich werde es auch erst dazu geben, nach und nach. Nicht, dass es zu viel ist. Teig und man kann ihn jetzt ganz normal im Backofen gehen lassen, wie immer bei 30 Grad für 45 Minuten. Aber ich mache schon kleine Bälle, die ich hier drauf verteilen werde, so Art wie Brötchen halt, und nehme jetzt immer solche Stücke und werde das Ganze jetzt zu einer Kugel formen. Wenn es denn mal eine schöne Kugel wird. So. Die gehen ja dann auch noch auf. So.
ich habe die jetzt im Backofen gestellt und werde das Ganze jetzt bei Heißluft halt einfach gehen lassen für 45 Minuten. Und dann sehen wir uns wieder und machen den Belag. So, sehen jetzt meine kleinen Brötchen aus. Richtig schön. Ich lieb's. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier Tomatensauce vorbereitet. Und das machen wir jetzt einfach wie eine ganz normale Pizza. Machen das einfach so oben drauf. Streichen das Ganze. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Das muss auch schön runterlaufen. An den Seiten. Damit das Ganze auch nicht einfach hart wird. Und das mache ich jetzt überall. Schön verteilen. Und der nächste. So, und ich habe, wenn man das jetzt hier fertig hat, also ich habe einfach Mais jetzt hier geholt und dann wie auf einer ganz normalen Pizza einfach alles drüber verteilen. Aber hier sollte man auf jeden Fall mit dem Belag nicht übertreiben. Kann ich sie probieren. Aber ich weiß nicht, was man jetzt hier dran falsch machen soll. Oder warum das jetzt nicht schmecken sollte. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es nicht schmeckt.
kann natürlich auch die Pizzastufe nehmen. Dann braucht das Ganze etwas länger. Und dann stelle ich es ein für 20 Minuten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns da wieder zum Probieren. So, und das hier ist das fertige Ergebnis. Sieht doch richtig gut aus. Ja, hier ist mir ein bisschen dunkel geworden. Das war im unteren, das war halt ein bisschen zu lang drin, aber auch nicht schlimm. Und das war's auch schon wieder mit meinem Video. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn das Video euch gefällt. Und ihr könnt mich auch gerne abonnieren und beim nächsten Mal wieder einschalten. Darüber würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.